zusammen, ich bin die Cat und normalerweise stehe ich auf dem Eis, aber aufgrund der aktuellen Corona-Krise bin ich auch natürlich zu Hause und möchte aber nicht darauf verzichten, auch ein bisschen was zu tun für meine Eislauf-Fitness, weil wir können ganz, ganz viel auch für uns zu Hause aus machen und ich möchte euch einfach ein paar Übungen zeigen, die zum einen eure Beine kräftigen, zum anderen euch aber auch ein gutes Gefühl geben für Kanten und auch für die ganze Kniebewegung, die wir fürs Eislaufen brauchen. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen, die ihr machen könnt. Erste Geschichte, Vorübung für unsere Schwimmer auf dem Eis. Stellt die Beine einfach parallel, geht richtig schön tief in die Knie und geht dann von einer Seite zur anderen. Die Kniebewegung ist immer Knie leicht hochkommen, Knie leicht hochkommen, Knie leicht hochkommen. Und ihr seht, dass meine Füße jetzt von einer Seite zur anderen gehen. Da benutze ich jetzt meine Kanten. Ja, ich stehe jetzt einmal, wenn ich nach da gehe, links auf der Außenkante und rechts auf der Innenkante. Genauso, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, bin ich rechts auf der Außenkante und links auf der Innenkante. Wenn ich das auf dem Eis mache, glaube ich, schwimme. Viel Spaß dabei. Eine weitere wunderbare Übung, die auch richtig schön in den Beinen geht und in den Hintern, sind die Ausfallschritte. Ausfallschritte machen wir ja auch andauernd auf dem Eis. Ein Ausfallschritt ist immer, ich zeige ihn euch einfach mal, dass ihr zu einer Seite ausfallt. Ja, das heißt, euer Gewicht ist jetzt in dem Fall auf dem rechten Bein, Arme sind an der Seite, das linke Bein ist gebeugt und das rechte ist gestreckt. Von hier geht ihr jetzt, übertragt das Gewicht auf das rechte Bein, halten und wieder zurückgehen. Auf das linke Bein und auf das rechte Bein. Versucht auch hier auf die Außenkante zu drücken. Wenn ihr auf dem rechten steht, auf die Außenkante drücken. Wenn ihr übertragt, auf dem linken Bein auf die Außenkante drücken. Wir haben ein Gewicht, das wirklich komplett hier drüben. Das heißt, dass ich fast das rechte abheben kann. Ja? Probiert es einmal aus. Das ist wirklich eine super Übung, auch für die Kräftigung eurer Beinmuskulatur. Dann gibt es natürlich noch eine schöne Geschichte, die auch zur Kräftigung dient, aber auch euch hilft, den Fechter auf dem Eis besser hinzubekommen. Weil hier ist es nicht ganz so rutschig, also hier kann man es auch wunderbar ausprobieren und eure Balance üben. Der Fechter ist im Prinzip genau das gleiche. Ihr stellt euch wieder in eine schöne Tierposition hin mit den Füßen, geht tief in die Knie und rutscht jetzt praktisch mit dem vorderen Bein langsam in diesen Fechter hinein. Ja? Und übertragt das Gewicht ganz nach vorne. Da arbeitet jetzt wirklich meine vordere Beinmuskulatur, meine Oberschenkelmuskulatur. Mein Popis muss ich ein bisschen anstrengen. Ja, und hier die Arme schön an der Seite halten. Halten, halten, halten. Hinten auf dem Schuh sein, nicht mehr auf der Kante. Und wieder langsam zurückgehen. Wackelige Angelegenheit, aber hilft wirklich für euch auf dem Eis. Weil das, was wir ja oft sehen, ist, wenn ich jetzt in den Fechter gehe auf dem Eis, ne, fallen viele von euch mit dem Gewicht nach da. Ja? Und das können wir hier super üben, dass ihr genau nicht dahin fallt, sondern euer Gewicht über das Standbein bringt und dann hier tief ins Knie geht und wieder hochkommt. Ja? Gut, dann viel Spaß damit. Eine Übung, die mir persönlich besonders Spaß macht, weil ich sie absolut nicht hinkriege, ist Balancieren. Aber ihr könnt wirklich Balance üben. Ja? Ich zeige euch das mal, das wird jetzt ganz dramatisch lustig. Okay, also stell dich wirklich die Arme wieder an die Seite, wie ein Seiltänzer, ne? Auf einem Bein, das linke, linke Bein leicht gebeugt. Und jetzt stellen wir uns mal auf das Bein. So! Genau, also es ist deutlich schwieriger als auf dem Eis. Ich probiere das nochmal, das ist der Storch. Ja? So. Da könnt ihr auch eine Challenge draus machen mit eurem Partner oder mit wem auch immer ihr vielleicht zu Hause seid. Einmal mal üben. Das gleiche geht auch wunderbar beim Auslauf. Kann ich genauso wenig. Also hier, wenn ihr links rum dreht und links rum springt, wäre ja rechts euer Auslaufbein. Das heißt, nehmt das linke nach hinten und versucht dann langsam mal hier zu lösen. Ja. Ganz wichtig hier wieder im Auslauf, rechte Schulter zurück. Linke Arm vorne. Ja. So. Genau. Tada. Ja, warum sind diese Übungen so wahnsinnig schwierig, diese Balanceübungen? Liegt natürlich zum einen daran, dass ihr auf einer ganz dünnen Schiene steht. Zum anderen habt ihr auch nur, die Schiene ist ja gebogen von der Seite. Das heißt, ihr habt nur so wenig Schiene, die tatsächlich jetzt auch hier auf dem Boden ist.
Und uns fehlt natürlich die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung. Ja? Also das Eis macht es uns eigentlich sogar manchmal leichter zu balancieren. Ja, aber ich sage euch ehrlich, wenn ihr hier balancieren könnt, dann läuft die Sache sehr, sehr gut da draußen auf der Eisfläche, wenn wir dann wieder im Herbst aufstehen werden. Eine weitere schöne Übung, gerade für den Anfängerbereich, ist die Hocke. Die könnt ihr natürlich hier auch super auf dem Trockenen machen mit euren Schlittschuhen. Deshalb habe ich die auch an, macht natürlich total Sinn. Wenn ihr die Füße wieder parallel stellt, könnt ihr jetzt die Arme vorne nehmen, vor den Körper. Und einfach mal versuchen, ganz tief runter in die Hocke zu gehen, soweit es eben geht. So, hier würde ich jetzt sehr bequem sitzen und habe meine Füße, da müsst ihr darauf achten, dass die immer noch schön parallel sind. Ich bin jetzt leicht auf der Außenkante, ja, und halte meine Arme schön weit vorne und kann jetzt wieder hochgehen. Ja. Wenn ihr daraus auch eine Übung machen wollt, um eure Beine und euren Popes zu stärken, könnt ihr das immer wieder machen. Mal schön vorne runter und wieder hoch. Dann haben wir fast schon kleine Squats in Schlittschuhen. Macht euch eine lustige Musik an und habt gleich euren Workout mit dabei. Eine weitere richtig schöne Übung, gerade um unseren großen Gesäßmuskel auch und auch die kleinen zu trainieren, weil wir brauchen die einfach unwahrscheinlich viel im Eissport, ist, wenn ihr euch mal irgendwo festhaltet, ja, versucht irgendwas zu finden, wo ihr festhalten könnt, Tisch oder irgendwas, bei mir ist jetzt Geländer. Ich fange jetzt mal an, dass ich mich auf mein rechtes Bein stelle. Ja. Ich lasse das Bein wie immer leicht gebeugt, ja, nicht ganz, statt ein bisschen gebeugt halten. Linker Arm ist vorne und jetzt hebe ich das Bein bis 45 Grad und senke es wieder. Nicht absetzen, sondern schön noch knapp über dem Boden halten und immer wieder in einer ganz langsamen Bewegung auf- und abbewegen. Ja? Dann arbeitet ihr sofort natürlich hier hinten und auch für euren Auslauf ist super wichtig, dass ihr dann wirklich schön auch in diese Ausläufe reinkommt, die dann eben auch weit und elegant aussehen. Ja? Ihr könnt es dann eben auch, jetzt haben wir es halb gestreckt gemacht mit dem Bein, dann könnt ihr es auch in der tiefen Position machen, ja, um so an eurer Auslaufhaltung zu arbeiten. Ja? Das natürlich auf beiden Seiten, so kräftigt ihr eure Muskulatur, um schöne, elegante Ausläufe auf dem Eis zu erzielen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Übungen mit auf den Weg geben, die ihr auch in Zeiten unserer liebsten Corona-Krise auch zu Hause machen könnt. Wie gesagt, ihr müsst nicht immer auf dem Eis stehen, um auch fürs Eislaufen etwas zu tun. Zieht euch die Schlittschuhe an zu Hause, das hilft auch einfach ein besseres Gefühl zu bekommen und macht ein paar Übungen. Das ist eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison, weil da sehen wir uns wieder spätestens beim Skate Club. Ich freue mich drauf.